Willkommen zu einem neuen Part Super Meat Boy hier in 314X. Müssen wir noch eine asoziale Bandage holen, ach so, das war das Level. Okay. Wow. Applaus haben wir schon. Alter. Also wenn das jetzt nicht knapp war, dann weiß ich auch nicht. Ja, das war natürlich der beste Sprung, weißt du? Ich schaffe hier erstmal die heftigsten Manöver und dann mache ich sowas. Ist aber auch ein bisschen typisch mittlerweile, oder? Mann! Okay, wow, 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 wow. Okay, wenn er wieder hochkommt, das habe ich auch so gemacht beim letzten Part, wo ich das mal... Nein! Da ist aber auch immer sowas passiert, so eine Scheiße auch. Okay, also ein Meat Boy geduldig spielen, es geht ja. Das war bis jetzt eine der heftigsten Rettungsaktionen, die ich je in Meat Boy erlebt habe. So, jetzt muss man hier... Ja, sag mir doch, dass ich einen anderen Kara brauche. Fuck. Aber wen? Warte, kann der nicht irgendwie... Was kann der denn? Gott sein, okay. Warte, nee, irgendwie... Konnte der nicht irgendwie einmal so... Nee. Nee, 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 nee. Ich brauche ein... Ah ja, nee, konnte nicht dieser Fake Meat Boy so einen Doppelsprung... Wo ist denn der? Der, warte mal, warte mal. Charakterwechsel, nee. Zurück zur Karte. Weil wenn man da hingeht und jetzt das Level startet. Hey, der da. Konnte der nicht irgendwie so einen heftigen Sprung? Hier, der 8. Meat Boy. Oder war der einfach nichts Besonderes? Hä? Aber wer ist denn hier nützlich? Da, wenn ich mal fragen darf. Keiner. Ich meine, die können ja alle nichts irgendwie. Ach, Bit Meat Boy, ey. Nee. Mit welchem Charakter kann ich das denn machen? Warte, wie macht er das nochmal? Guck mal, der macht ja irgendwie so. Und fliegt er so hoch. Okay. Oh Gott. Ich meine, dieser 8-Bit-Meat-Boy konnte doch irgendwas Besonderes. Hey, wie soll ich denn an die Bandage kommen? Nee, sehr schnell. Perverse. Kann... Nee, Commander Video kann ja einfach nur so gleiten. Hä? Müssen wir später nochmal gucken. Ich meine, uns fehlt auch eine Bandage. Irgendwie in hier in einem Level. Irgendwo hier. 315. Okay, also hier fehlen uns dann Bandagen. Geil. Ach so, hier sind keine Wände. Ach see. So willst du, dass ich das mache? Kann ich da auch einfach hoch? Was? Warum bin ich denn jetzt gestorben? Kannst du mir das mal erklären? Ach so, das Ding hat mich erschlagen. Und eben wurde ich halt noch zerquetscht. Wow. Hä? Warum darf ich denn das nicht berühren? Was ist denn das überhaupt? Fuck. Ja, es war jetzt Absicht, weil... A-Plus wäre es auf gar keinen Fall mehr geworden.
Oh, Digga, was ist denn das krass? Okay, ich darf das Ding von unten nicht berühren. Ich darf es auch von der Seite. Ich darf dieses Kettensägen-Ding, dieses Kreissägen-Ding, darf ich nicht berühren. Warum auch immer ich das nicht berühren darf. Hä? Was habe ich denn jetzt berührt? Boah, ich muss mir das mal... Ja, komm, jetzt mach mal Salz hier. So. Oh, diese Scheiße. Wow. Ja, jetzt komm. Ich darf, da ist irgendwas Gefährliches, was ich nicht berühren darf anscheinend. Ja, meine Fresse jetzt. Okay. Keine Ahnung, was das ist. Das ist aber irgendwas... Keine Ahnung, Metalllava oder... Keine Ahnung, was denn das ist. Scheiße, ne? Ach so, das da ist Salz. Ach so, ja. Da ist Salz. Das, Moment mal, warte. Dürfte ich mal kurz. Ja, weil ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie einen falschen Charakter, weil... Oder ich habe einen Bug ausgelöst, weil... Guckt euch mal diese bunte Farbe an, wenn ich sterbe. Ist diese gelbe da noch? Hä? Bin ich verstrahlt worden? Schau dich Meat Boy an, oder habe ich jetzt gerade Epilepsie? Das ist ja so leicht gelblich so. Auch die Sägen. Okay. Scheiße. Nein, fuck. Das habe ich verkackt, glaube ich. Nee, zählt noch. Ja, jetzt. Oh, das lag an der Kontur. Ja, jetzt ist wieder alles normal. Hä? Was war denn das gerade? Willst du mich ficken? Wo? Oh mein Gott. Und da ist eine Bandage. Und ich habe sie gesehen. Und die geht mit Meat Boy. Okay. Boah. Das ist mal fett asozial. Wenn ich das mal so sagen darf. So, okay. Boah, dieser, das ist mal ein Sprung, Leute. Ja, jetzt werde ich hier wieder... Sword Trap. Weißt du, da konnte ich jetzt auch nichts machen. Das sind einfach diese drei Teile. Und ich stand da drin und dann wurde ich halt zermetzelt. Passiert. Ja, Meat Boy, du Fischgesicht. Ja, jetzt kommen die hier wie... Und dann so dumm. Und dann... Sowas. So. Och du Scheiße. Jetzt muss ich hier wohl auf das Teil warten. Aber ich habe schon mal die Bandage, jetzt habe ich den Fehler gemacht. Fuck! Ah, dreckig. Unnötig. Scheiße. So. Okay. Jetzt einfach hier oben campen. Okay. Boah, das geht so auf die Finger. Scheiße. Gott. Oh Gott, ihr Wichser, ey. Also wenn ich jetzt fehle, dann... Scheiße, dann könnt ihr mich haten. Ich werde eh fehlen, deshalb. Ja. Boah. Echt anstrengender Weg zur Bandage, wirklich. Man kann das natürlich auch alles in einem Zug schaffen, aber... Das ist schon krass. Ja, war, glaube ich, besser, dass ich das jetzt nicht getan habe. Gut. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck, fuck!
Nein, warte. Ich möchte mal was ausprobieren. Okay, es geht von da. Es geht von da. Ey, jetzt hat er so hässliche Bewegungen gemacht. Du musst da hoch. Oder dahin, da unten wäre auch sicher gewesen, aber ist mir zu spät eingefallen. Natürlich. Ah, fuck. Ja, Meat Boy. Ja, super. Ja, weißt du, wenn du dich da noch so abstoßen möchtest, so, obwohl ich es nicht so gewollt habe, dann mach ruhig. Aber eben waren die Konturen doch so pissgelb. Ihr habt es doch gesehen. Meat Boy wurde verstrahlt. Fuck. Oh, ich weiß noch, vor knapp 2 Jahren. Wie ich bei diesem einen Video von Headphone TV damals noch... Nee, der hieß noch nicht mal First TV Yo oder so, oder HD, gearbeitet habe, was übrigens nicht mehr online ist. Und dann wir darauf so stolz waren, obwohl das kein gutes Video war. Was war denn das? Das war irgend so ein Top 10 Video. Irgendein Top 10 Video. Und ich dann gesagt hab, hallo, ich bin der Rack. Und ich werde bald meinen YouTube-Kanal in circa November 2014 aufmachen. Ja, meine Ungeduld hat mich besiegt, dann habe ich den Kanal doch am 24. Oktober gestartet. Klar, der war schon am 4. und 5. April zum Abonnieren und so da, aber dann kam mein allererstes Video. Super Mario Bros. 3. Vor allem, ich kann euch mal was verraten. Danach kam ja Super Mario Land und Super Mario Fuck. Nee. So war das nicht, Quatsch. Oder? Also ich weiß, ich habe auf jeden Fall vorher Super Mario Land 2 aufgenommen. Weil ich gerade irgendwie keinen Bock auf SMB3 hatte, obwohl ich schon im Kopf wusste, okay, das wird mein allererstes Projekt. Aber ob ich es dann gelöscht habe und später nochmal neu aufgenommen habe, das ist die Frage, das weiß ich auch nicht mehr. Aber ich glaube, dass dennoch das allererst aufgenommene war New Super Mario Bros. 2. Das wurde nie veröffentlicht, weil es auch nur so als Test war. Auch nur so als Test, wie soll ich das machen und sowas. Ja, war nur so ein Test. Und auch viele Monate, ein halbes Jahr vor dem Kanalstart, glaube ich, aufgenommen wurde. Also, da war ich auch echt noch zu jung für YouTube. Gut, dass ich es ein halbes Jahr später gemacht habe, da war es eigentlich schon okay. Ne? Ich bin dann auch ein bisschen später 14 geworden. Aber trotzdem. So, jetzt gib mir die Plattform. Dankeschön. Ja, ich weiß nicht. Nee, ich schaff das nicht. Hätte ich nicht geschafft, Gott. Verdammt. Fuck. Fuck. Ich weiß echt nicht, wie es mit dem PS4-Controller nach dem Let's Play aussehen soll. Ein PS4-Let's Play ist ja nicht wirklich geplant. Deshalb, jo. Kann ich ihn auch ruhig zerbeulen. Nicht. Oh Gott. Seh dich so sehr. Gib mir doch den Schlüssel. Schon asoziale Scheiße. Dieses Level, ey. Vor allem, das dauert auch so lange, ne? Eine Minute, ein Versuch. Ich brauche ja nicht wirklich die Plattform deshalb und ich möchte kein Risiko eingehen. Tschüss.
Okay, dann muss ich mich da noch mal ein bisschen abbremsen, oder wie? Ich könnte so schreien! Gott! Weißt du, ich habe jetzt auch wirklich an jeder Kreissäge mein Leben gelassen, irgendwie. An jeder. Ah, nee, an der da nicht. Guckt euch an, da ist ja noch eine. Deine Mutter, sie stinkt. Gott. So. Ja, in einem Zug geht das nicht, tut mir leid. Würde ich auch gerne machen, aber funktioniert irgendwie nicht. Gott, das ist so scheiße knapp immer. Ich mach's auch echt mit einer komischen Taktik, ne? Fuck! Ja, jetzt leg mich doch mal am Arsch! Ganz nicht mal! Tja, der war doch schon längst weg. So wie da eben, aber da bin ich aus irgendeinem Grund nicht gestorben. Hallo? Fuck you, fuck you, fuck! Gott. Ja, der kann mich umbringen, wenn ich da unten stehe. Ja, ganz unten, wenn ich da stehe, dann kann er mich nicht umbringen. Ich hab zu hart gedrückt. Guck, ich bin schon wieder nicht gestorben, aber eben aus irgendeinem Grund schon. So, damit es nicht so langweilig ist, mache ich jetzt hier mal ein paar heftige Moves, ne? Jetzt leck mich doch mal am Arsch, dieses Level ist ja gar nicht mal so hart. Aber die Bandage, ey. Die ist krass. Ich schaff's halt auch nicht in einem Zug, das tut mir leid. Ich würde es natürlich auch gerne schaffen, aber ich bin gerade zu schlecht dafür. Ich bin immer zu schlecht, Mann! Fuck! Boah, ich würde am liebsten so brüllen, ne? Aber ich bin ein ganz geschickter Typ eigentlich. Und wenn ich mal ein bisschen ausraste, dann wird es dann zensiert. Ne? So Vorbildfunktion und so, was ja bei anderen YouTubern, die auch jetzt erst recht nach so einer komischen Beef-Geschichte ganz oft in Trend sind und zwei davon auch zufällig die 1 Million Abonnenten dadurch bekommen haben. So eine Vorbildfunktion irgendwie nicht haben, glaube ich. Komme ich jedenfalls nicht so rüber, wenn sie noch in einem Video selber gesagt haben, dass sie junge Zuschauer haben. Und die man auch anscheinend leicht verarschen kann. ja. So. Lol. Lol. Moment. Das war 3.16, nein. Da kommt ja noch eine Bandage in einem Level. Oh, kein Blut, mal was anderes. Ja. Ich glaube nicht, dass das A-Plus hier unfassbar schwierig ist. Gott. Weißt du... Was?! Okay, 4... Guck mal, First Try! Habe ich auch noch nicht gesehen, dass ich ein Level... nach der zweiten Welt im First Try abgeschlossen habe. Kurz, das weiß ich, ist die First Try... Naja, halt das nochmal spielen. So, wie lange hat denn das jetzt gedauert? Also auf jeden Fall war es knapp. Ja, eine halbe Sekunde. Leck mich. Bastard. So.
Gut. Leck mich, fuck. So. Also ich habe es noch nicht erlebt, dass ich ein Level abgeschlossen habe nach der zweiten Welt und da nur ein Meat Boy-Typ rumlief. Bei der Nachsequenz. Deshalb muss ich jetzt hier schon... Ja, okay. Besser! 3.17! Ja, wir haben noch Zeit. Komm, das eine Level, das machen wir jetzt noch. Och, du Scheiße. Ach so, ich kann das ja... Wie ich jetzt erbombt werde, Alter. Geil. Ja, jetzt komm, leck mich. Lol, 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 lol. Ja, komm, das ist echt... Einfach nur heftiger Scheiß. Gott, ich lebe noch. Hallo. Lol, 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 lol. Fuck. Nein. Fuck. Na, Gott, ja, jetzt leck mich. Gott. Gott. Ja. Was? Ey, das klappte doch immer so gut mit dem... 11 Sekunden. Wie lange habe ich denn gebraucht? 11,5 hat man Zeit. Als ob! Eine Zehntel. Eine Zehntel und dann noch eine Hundertstel. Oder so. Ah, ja, jetzt geh doch mal in das richtige Level, du Bastard. Ey, das kann doch nicht sein. Ihr habt es doch gesehen, dass es voll knapp war. Scheiße. Weißt du, so ein verhaltensgestörtes Level. Ja, jetzt bring mich halt um. In so einer... Ihr wollt mich doch verarschen. Super. Gut. Ja, falsch gesprungen, aber das ist auch echt heftig mit diesen Raketen. Da muss alles klappen. Und das ist gerade gar nicht der Fall hier. Ja, okay. Wenigstens konnte ich durch den Shit gerade den Raketen ausweichen. Ja, super. Ja. Vor allem, ich lebe auch noch. Das ist ja geil. Super. Super! Also da muss man echt schnell drücken. Und das ist echt gestörte Scheiße, weil die Raketen einfach auch nochmal irgendeine Verhaltensstörung haben. Gott. Lol. Nein, fuck! Gott, das ist echt so ein richtiges Ausraster-Game. Ja, jetzt lenkt mich doch am Fuß. Wirklich. Das traut sich auch keiner. Da bin ich mir sicher. Mich mal am Fuß zu lecken. Ja, jetzt leck mich doch. Am anderen Fuß aber. Lol. Lol, lol. Leck mich. Ich lebe auch noch, das ist ja geil. Ich darf nirgendwo hängen bleiben, sonst haben die Raketen mich sofort in der Zange. Oh, erstmal die Finger richtig wegschnibbeln, Alter. Ja, jetzt Wichser. Lol, scheiße. Mann! Jetzt bin ich nicht hochgekommen, ey. Fuck. Alter. Man muss da so viel Scheiße in einer Sekunde drücken. Das ist echt unfassbar. Ja, super, super, super toll. Leck mich doch am Arsch.
Ja, jetzt aber. Fuck! Fuck! Nein, Mann, diese Rakete! Ich hab so eine Wut gerade, wirklich. Mal wieder. Ja, super. Ganz, ganz toll gemacht. Ganz toll, Meat Boy. Kriegst einen Lutscher. Super. Jetzt fick mich doch mal so krass an, dass ich wegflieg. Ja. 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 Oh mein Gott. Krass. Hä? Moment mal, ich hatte 1153, aber hab trotzdem das Abfluss gekriegt? Was ist denn das für ein Bug? Na, ja, schaut euch an. 1153. Ist zwar Betrug, dass ich jetzt um 13 Sekunden verkackt hab, aber ich hab doch dennoch das Abfluss, oder? Lüll. Geil. Okay, Leute. Ist okay. Dass der Beschiss durch einen Bug ausgeglichen wird, ist voll okay. Tschüss.